Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Showdown Randomizer. Und im heutigen Part kann ich euch sagen, es ist ein bisschen was anderes. Und zwar, ich bin jetzt hier gerade bei meinem so gesehen letzten Tag vor meinem Urlaub, beziehungsweise ja, heute fahre ich in den Urlaub, um genau zu sein. Wenn ich hier unten mal hinschaut, unten rechts, wir haben gerade 3.25 Uhr, den 5.10.2018. Ich muss ein bisschen ruhiger reden, mein Fenster ist auf, ich möchte jetzt nicht unnötig meine Nachbarn wecken, genauso wenig meinen Vater. Meine Mutter ist momentan auf der Arbeit, wenn die wiederkommt, dann fahren wir los. Wenn die wieder zurück ist von der Arbeit, dann kann sie halt im Auto schlafen. Ich werde höchstwahrscheinlich auf dem Beifahrersitz dann erstmal verweilen. Ich mache nämlich die Nacht durch, um dann halt eben im Auto schlafen zu können. Das ist so meine Strategie dahinter und dann werden wir halt eben nach Polen fahren. Und ich dachte mir halt, ich nehme jetzt lieber nochmal ein Video auf, damit ihr so gesehen jetzt einen Tag weniger, mehr oder weniger, ja, also dass ihr so gesehen einen Tag noch dazu noch ein Video bekommt, sodass ihr nicht mit mehreren Tagen ohne Video auskommen müsst. Wie gesagt, ich muss ein bisschen, ne, meine Stimme ein bisschen runtersetzen. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, dass sie meine Stimme übertönt. Wenn doch, dann tut's mir leid. Dann hoffe ich, ich habe mir auch extra rausgesucht hier Relaxing Pokémon Music Compilation, ne? Ein bisschen was Ruhigeres und so, ne? Weil das ja auch passt zu dem Mood jetzt hier momentan. Wie gesagt, man kann hier unten gucken, 3.25 Uhr, 3.26 Uhr jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt über in den Randomizer. Zunächst einmal, das hier ist jetzt im Tier, wie ich das hier angegeben habe, NFE. Das war mehr oder weniger auf Wunsch von Nightfighter, der mir gesagt hat, so, hey Marcel, das wäre ziemlich cool, wenn du mal NFE spielen könntest. Das Problem ist halt eben, es gibt nicht auf Pokémon Showdown extra Tier dafür. Es gibt also nicht irgendwie extra nur für NFE Pokémon ein extra Tier, wo ich da kämpfen kann. Deswegen werde ich NFE-Team zusammenstellen und das dann im PU ausprobieren. Wir schauen einfach mal, wie das funktioniert. Ich werde das heute in der Folge mal machen. Ich bin eigentlich mal ziemlich gespannt. Ich bin ziemlich optimistisch sogar, dass da was Cooles bei rumkommt. Und ja, vielleicht kann ich ja sogar ein paar Siege holen mit diesem Team. Also ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir randomisieren jetzt einfach mal los. Oha. Was? Das kannst du doch niemals benutzen. Wimpod, Metal Claw, Round, Aqua Jet, Confite, ein Kabuto. Also wir haben hier, glaube ich, zwei Pokémon, die, glaube ich, gar nichts reißen können. Der Rest sieht noch, ja, sieht ganz gut aus. Also gefällt mir so. Aber die beiden, sorry, aber das wird ja gar nichts. Also vor allem, schaut euch mal meine Pflanzenschwäche hier an. Ach, egal. Wie gesagt, ich werde das einfach mal ausprobieren. Gehe jetzt über in den anderen Bildschirm. Zack. Und, ja, werde mal schauen, ob ich hier das Beste daraus machen kann. Also, zack, zack. Und dann werden wir im PU-Tier mal versuchen. Ich hoffe, ich bin mit dem richtigen Count. Ja, bin ich. Und dann, ja, würde ich sagen, suchen wir direkt mal los. Ich denke mal, mein Gegner, ja, der wird sich jetzt so denken, was ist das? Das würde ich auch an seiner Stelle denken. Vor allem, weil mein Team ist halt echt nicht super. Aber ich kann ja trotzdem mal gucken, ob ich daraus irgendwas machen kann. Also, ich glaube, er leadet mit entweder Karipas oder Ditto. Und da geht schon los, dass ich nicht weiß, was ich dagegen einsetzen könnte. Das ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich uncool. Ich habe so viele Wasser-Pokémon, das ist der Wahnsinn. Ich beginne einfach mal mit dir, Amphizel. Ist in Ordnung, Raichu ist gut. Kann ich nämlich mit U-Turn rausgehen. Ich bin sogar, nee, ich bin nicht schneller. Ich dachte gerade, ich bin schneller. Boah, der Damage. Der Damage. Niemals. Meint ihr, Aqua Jet von Kabuto reicht aus? Komm, wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Ich schau mal, ob das ausreicht. Wenn ja, dann habe ich einen Kill mit dem Team. Das ist der Wahnsinn. Mehr, als ich gedacht hätte. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Ja. Oh mein Gott, das reicht aus. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist schon mal mehr, als ich erwartet habe aus dem Kampf, dass ich einen Pokémon wenigstens down bekomme. Krass. Violet setzt er jetzt ein. Was mache ich gegen Violet am besten? Ich würde sagen Toxin. Alter, was? Hidden Power Grass oder was? Bist du Choicebacks? Könntest Choicebacks sein. Und wenn du Hidden Power Grass bist, dann bin ich jetzt ganz schön am Arsch schon. Weil Gras ist gegen mein Team echt beschissen. Aber wenn du Choicebacks bist, dann kann ich ja mit Pidgeotto hier Work Up. Wobei, was wechselt der jetzt wohl? Ramaidon oder Karipas, würde ich sagen. Warum habe ich den Angriff Thief? Ist jetzt immer Work Up ein. Oh ja, ja, super. Ja, das kann ich halt sowas von vergessen. Tyrant, I guess. Komm, Tyrant. Ach du scheiße, Shell Smash. Ja, das ist halt, ne, gehe ich jetzt schon. Aqua Jet reicht wahrscheinlich sogar schon aus. Na, wobei, ich trage den Evoliten. Ja, wir sehen, oh, Waterfall, Alter. Oh, wir halten das aus. Das macht gar keinen Schaden. Also ganz ehrlich, das macht ja wirklich gar nichts. Ja gut, dann kann er jetzt wieder Waterfall einsetzen, mich damit KO'en. Das Problem ist jetzt halt, ja, da, ja,
Das große Problem ist halt, jetzt wird er jedes meiner Pokémon hier besiegen. Seedra und Hydro Pump versuchen. Der wird halt jetzt jedes meiner Pokémon besiegen, ist das Problem. Ja, gut. Dann kann ich hier rausgehen, würde ich sagen. Und ich will jetzt schon ein neues Team hier ausraffeln. Ah, ich kann auch einfach so bleiben vom Bildschirm her. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn ihr hier oben das hier nicht seht und so weiter, so ein bisschen. Ich kann hier einfach dabei bleiben. Okay, ihr seht jetzt hier oben nicht den Angriff. Sonst könnte ich das halt eben so machen, dass ich natürlich den Bildschirm so ein bisschen nach unten ziehe, extra für das Video. So, jetzt seht ihr das nämlich. Zack. Und dann würde ich sagen, randomisieren wir direkt weiter. Was? Okay, NFF, also NFE ist ja mal der größte Bullshit vom Herrn. Chaya Bug. Ladybar. Ich meine, das ist eigentlich ganz lustig, so als Screener. Was? Hey, ich hab. Ey, voll geil eigentlich. Sunny Day, Heat Rock für die beiden Pokémon. Ist eigentlich nicht schlecht. Thickfett hast du. Ich weiß nicht, was ich von Chaya Bug halten soll. Aber wir werden es ja sehen. Und ich versuche daraus jetzt das Beste wie möglich natürlich wieder mal zu machen. Ich glaube, das ist halt wirklich schwer, MPU irgendwas zu reißen mit NFE-Pokémon. Aber wie gesagt, es war ein Wunsch von Nightfighter. Ich habe da Bock drauf. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, mit NFE-Pokémon mal zu kämpfen. Und ja, wir sind bei Part 20, ja, ne? Und das ist so eine Zahl, die durch 5 teilbar ist und so weiter. Und das ist ja immer so sehr bekannt dafür, dass man bei solchen Zahlen auch gerne mal Specials macht. Und deswegen passt es ja ziemlich gut. Amagaga-Lied, würde ich sagen. Ja, das wäre, glaube ich. Oh, okay. Ja, good luck, ey. Kann ich auch gut gebrauchen, glaube ich. Vielleicht. Nee, Chaya-Bug ist ganz blöd. Ich gehe mal Pignite. Weezing. Damit startet er. Okay, interessant. Jetzt habe ich natürlich. Ach, Hetzel, ist super schön. Interesting Team. I am playing a Randomizer. Ja, da geht schon gut los, weil ich habe jetzt schon gar keine Chance gegen sein blödes Weezing. Er hat mich getauntet. Lady war es am Arsch. For my YouTube. Das ist ja jetzt. Okay, Quilava, du musst jetzt aushelfen, Junge. Wenn du jetzt auf Absol gehst, weil du echt Extrasensory drauf lernst, ne? Also, wenn du jetzt wirklich damit rechnest, dass ich Extrasensory einsetze, Junge, dann bist du aber echt ein richtiger G. Wenn du jetzt auf Absol gehst, Junge, dann bist du wirklich krass. Ne, geht er aber nicht. Sludge Bomb. Das macht gut Damage. Eruption macht jetzt nicht mehr so viel Schaden, aber immer noch mehr als Flamethrower. Und ich glaube, jetzt wird er halt eben switchen auf Absol. Deswegen ist es auch, glaube ich, besser, hier auf Eruption eben zu klicken. Weil ich glaube nicht, dass er sein Weezing sacken sollte. Ne, geht sogar auf Vesprit. Ja, ist auch eine Idee, um Extrasensory natürlich da wegzubekommen. Das wird ein Speedtie, by the way. Er gewinnt Speedtie, aber warum geht er auf Dazzling Beam? Das ist mir äußerst suspekt. Das ist mir äußerst suspekt, wieso auf Dazzling Beam? Er dachte wahrscheinlich, dass ich switche. Aber Dazzling Beam, was müsste ich denn switchen, was gut dagegen wäre? Ja, gut, halt eben mein Schafago. So, das einzige Pokémon. Oh, ey, geht wieder auf Weezing. Das ist perfekt. Das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe wieder ein Pokémon dauernd. Aber geil, Alter. Also, NFE macht doch ein bisschen mehr Work, als ich gedacht hätte. Er geht auf seinen Silvally. Er ist ein Silvally Norm. Nee, Fairy ist es. Okay. Ja, wenn Silvally Fairy ist, ich möchte gerne mein Quilava noch behalten. Ich gehe auf Weepin' Bell. Thunderbolt hat er, okay, macht aber keinen Schaden. Und ich gehe jetzt mal auf Sunny Day, oder? Auf was könnte er jetzt wechseln? Er könnte jetzt auf Amagaga gehen. Ich setze mal Giga Drain ein, falls er auf Amagaga wechselt. What's your YouTube channel? The same TV, but I am. Oh, scheiße, but I am German. Ey, er wechselt wirklich auf Aurorus. Aber das Problem ist jetzt halt, ne, durch Parting Shot macht es nicht mehr so viel Schaden. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Du gehst wahrscheinlich auf Blizzard, würde ich sagen. Und das ist gegen alle meine Pokémon irgendwie nicht so cool. Außer Pignite. Wenn ich Pignite gehe, kann ich sogar Flare Blitz durch alle seine Pokémon machen, rein theoretisch. Oder ich sack kurz. Nee, 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 nee. So, ich hätte jetzt überlegt, Ladybar zu sacken. Nee, ich gehe auf Pignite. Oh, scheiße, die wandern. Er geht wirklich auf Earth Power. Scheiß, die wandern.
Ich brauche jetzt ein Pokémon, was schneller ist als er. Und das ist wirklich. Das sieht ganz mau aus. Weepinbell wäre da irgendwie das einzige Pokémon. Jetzt muss ich ein Pokémon zacken. Quilava könnte ich noch gebrauchen. Liliba brauche ich nicht kommen. Was? Ach, er bleibt bei Earth Power. Ist okay. Ist okay. Es geht aber wahrscheinlich auf irgendeine Gesteinsattacke. Weiß jetzt natürlich nicht welche, aber wenn ich mir sein Team so anschaue, würde ich, glaube ich, wegen den beiden Pokémon gerne auf Reflect gehen. Oh, sehr geil. Da kann ich sogar auf Lightscreen gehen. Wobei, nee. Ich habe eine bessere Idee. Nein, habe ich eigentlich nicht. Lightscreen gehe ich jetzt einfach mal. Is the way now. Und würde jetzt, weil es halt Fairy ist, wieder auf Weepinbell gehen. Ich habe halt wirklich nichts gegen Feen-Pokémon. Nicht mal eine Giftattacke. Oh, er hat mich paralysiert. Wie ungünstig. Ah, das ist richtig doof jetzt. Ich habe Chlorophyll, aber wenn ich Sunny Day rausbekomme, bin ich schneller. Ja, wenn ich das rausbekomme, bin ich aber schneller. Just subscribe. Good luck in the YouTube World. Alter, der hat mich gerade abonniert, ey. Thank you. Oh, thank you very much. Was ein süßer Kerl. Oh. Oh. Das finde ich irgendwie süß. Dass er mich abonniert hat, obwohl er. Ach, oh, wow, paralyzed, can't move. Das muss ich sagen, ist wirklich süß von ihm. Dass er, ja, mich abonniert hat, obwohl er, ich glaube, nicht mal Deutsch ist halt. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool von ihm. Ich bin nicht schneller als er. Ich pack mal einen Solar Beam raus. Falls er nochmal switchen sollte oder irgendwie sowas, dann mache ich dem nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß nicht, ich glaube, der würde mich nicht KO'en mit Sucker Punch. Lol, echt? Er KO'et mich? Er ist live op. Ah, okay. Nee, dann verstehe ich das. Würde jetzt auf Chaya Bug gehen. Ich glaube, er rechnet damit, dass ich jetzt eine Käferattacke einsetze und er wechselt jetzt wahrscheinlich auf Hitmonchan. Nee, ich nehme auf Amagaga. Ich nehme auf Mudslap. Das geht natürlich auch. Hier kriegst du minus Accuracy. Gönn dir. Und. Ne, weißt du was? Ich bleib dabei. Ja, Vesprit. Oh, lol. Wird nicht KO'd. Das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Egal, ich bleib bei Bugbite. Oh, Healing Wish. Jetzt geht er wahrscheinlich auf sein. Geht er jetzt auf Absol? Ja, tatsächlich. Ach, Bugbite failed, weil der ja rausgegangen ist. Ach, scheiße. Ich glaube, Sucker Punch wird mich jetzt halt eben KO'en. Und wieso hat das Pokémon eigentlich Sleep Talk drin? Sucker Punch wird mich jetzt halt eben KO'en. Ladybug sack ich. Superpower setzt ein. Das ist sogar ziemlich gut für mich. Dann bringe ich jetzt halt eben Roost mal raus. Vielleicht setzt jetzt auch Sucker Punch ein, weil er predicted, dass ich beispielsweise irgendwie eine Käferattacke oder sowas habe. Sonst, weil er sich jetzt vielleicht denkt, so, wieso setzt er Ladybug gegen Absol ein? Der muss doch bestimmt eine Käferattacke auf Ladybug haben. Jetzt geht er vielleicht nämlich auf Sucker Punch, um wenigstens ein bisschen Damage zu machen, weil ich glaube. Ja. Ah, geil. Huhuhuhu, my friend. Und jetzt kann ich nochmal reflekten. Hammer, geil. Und kann jetzt wieder auf Chaya Bug gehen. Knockoff ist absolut in Ordnung und kann jetzt auf Bugbite gehen. Vielleicht geht er jetzt auch auf Nocturne. Ist in Ordnung. Nein, er bleibt bei Superpower und crittet mich. Aber ich habe ihn jetzt dadurch KO'd. Alter, ich gewinne hier gerade fast einen Kampf mit NFE-Team im PU. Was ist das? Das kann nicht. Das ist nicht möglich. Chaya Bug, brauche ich dich noch? I guess not. Vielleicht. Das ist ganz schön ärgerlich. Und jetzt trifft er natürlich mit minus Accuracy, trifft er jetzt natürlich den Stone Edge oder was. Ich denke mal, Quilava, wobei, wenn er AV ist, habe ich natürlich ein Problem. Ich gehe nochmal auf Ladybug und bringe nochmal einen Reflect raus. Apology accepted. Was ein Kerl, ey. Ja, das gefällt mir halt eben nicht, sein Silvally. Missklick. Oh. Oh. Gehe jetzt mal auf Lightscreen, falls er nämlich wieder meinen Thunderbolt einsetzen zu müssen. Nö, er wechselt raus. Okay, Amagaga, denke ich mal. Nein, Hitmonchan. Alles klar. Kein Problem. Und jetzt setzt er wahrscheinlich Stone Edge ein, kann ich mir vorstellen. Pignite sacken. Das hat sowieso keine Chance mehr. Ich sack Pignite. Trifft sogar. Und kann jetzt, glaube ich, sogar safe das. Fracture und Swordstance, glaube ich, einsetzen. Ich setze einmal Swordstance ein.
Er hat hundertprozentig Ice Punch. Mark Punch, absolut in Ordnung. Und. Nein! Was ist, wenn er jetzt switcht auf. Er geht auf Aurorus. Ich hatte gerade so Angst gehabt, dass er auf Silvelli geht. Ne, weil, ne, dann rechnet er halt mit einer Drachenattacke, geht Silvelli. Silvelli ist halt eben ein großes Problem jetzt gegen mein Team. No joke, Silvelli ist ein Riesenproblem gegen mein Team. Er setzt wahrscheinlich Multi-Attack ein und dann hat er mich halt. Bin noch nicht schneller mit Quilava. Das sieht nicht gut aus. Your Silvelli is bugging me. My team. Ach, das ist wirklich kacke. Ich muss ihn irgendwie zum Encore bringen. Oh Gott, im Himmel nochmal eins. Scheiße. Ja, dann zeck ich dich, Ladybar. Wohl oder übel. Vielleicht macht er auch Bisplay. Ne, er bleibt bei Parting Shot. Und jetzt muss ich halt eben hoffen. Jetzt muss ich halt eben hoffen. Vielleicht hat er auch kein Speed Investment. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn er jetzt kein Speed Investment oder sowas hat. Weil wenn ich... Ach oh Gott, wenn ich mit dem Team echt gewinnen sollte, ey. Er schreibt, well, so is your fire type. Ja, okay, ist ein good game. Ich hab ihn geburnt. Jetzt macht halt Multi-Attack nicht mehr so viel Schaden. Aber ich muss ihn halt jetzt KO'en mit meinem Quilava. Und er ist schneller. Well, that's... That's GG. Thunderbolt KO'd mich und mit ihm habe ich hier keine Attacke, die ich einsetzen kann gegen ihn. Wow. Oh, es hat jetzt toll Turns genommen. Schade. Naja, ärgerlich. Yeah, pretty much, schreibt er nur. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, wenig lesen, weil ich das ja ein bisschen weggesetzt habe hier. Aber vielleicht nur drei... Nee, macht auf jeden Fall nicht genügend Schaden. Nochmal ein Taunten hier. Ja, nochmal Taunten hier. Nee, aber ich muss sagen, das hat er trotzdem gut gespielt. Aber ich finde, ich habe auch gut gespielt in dem Fall. Ich finde, ich habe auch gut gespielt. So, GG well played, muss man dazu sagen, ne? Thank you again. So. Ich habe mich nochmal schön bei ihm bedankt, nochmal, ne, für seinen Sub hier bei mir, weil das ist eigentlich ziemlich lustig, so, ne, dass er mir das gibt. Also, dann zack, gehe ich raus und werde direkt ein neues Team hier reinsetzen. Ich denke mal, das lief noch ganz gut, ne, muss ich sagen, lief ganz geil. Und ich war überrascht, dass ich den Kampf irgendwie so weit auch noch bringen konnte. Was haben wir hier? Ein Floette, was? Gotharita, Blitzel, Vulpix, Alo. Was sind das für Attacken? Imprison, Heal Bell, Encore, Rest? Was? Aber wir haben dich wieder und Meditier. Sorry, aber darf ich dann nochmal auf Randomize bitte klicken? Also das wird halt nicht funktionieren, glaub mir. Den Kampf werde ich halt sowas von verlieren. Da habe ich ja voll... Also nee, sorry, das tut mir leid, aber da muss ich nochmal... Da muss ich nochmal reingehen. Damit kann man es schon mal besser versuchen. Swinup haben wir hier, Lickitung, Rallypeat. Alter, alles evoliert außer das schlechteste Pokémon aus meinem Team hier. Was, Alter? Was sind das hier für Attacken? Naja, mit dem kann es vielleicht besser gehen. Wir probieren es einfach mal aus. Wobei, das sieht echt nicht gut aus mit dem Team. Das Team sieht auch echt scheiße aus, muss ich sagen. Naja, wer weiß, vielleicht geht das ja doch ganz gut. Und ich würde sagen, ich werde jetzt nochmal das ein bisschen für euch runterschieben. So, zack. Alles klar. Ja, der Typ wird sich jetzt denken, was ist das für ein Team? Und ja, da habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, nochmal, I'm playing a randomizer. Ja. Yeah. Lief nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich gehe auf Lickitung, glaube ich, weil ich glaube, er leadet nämlich mit Stolos. Er schreibt no rip. Ah, rip, auch an der Stelle. Wobei, ich kann den Toxin, da bin ich sogar sehr für, wenn ich das rausbekomme. Drain Punch wird mich nämlich nicht KO'en. Und Toxin würde ich lieben gerne gegen dich rausbekommen. Und wenn du jetzt meinst, wieder Drain Punch einsetzen zu müssen, würde ich auf mein... ich glaube, Scrap ist da wirklich das Beste, was ich machen kann. Ja, er setzt wieder Drain Punch ein. Und was könnte er jetzt am besten machen? Er rechnet jetzt vielleicht mit einer Wasserattacke und wechselt auf sein... Hier, wie heißt es nochmal? Quilladin oder wie das heißt? Oh, wenn ich jetzt eine Giftattacke hätte, ne, das wäre so gut gewesen. Gut, dann bringe ich halt Toxic Spike raus. Nein, er geht auf Aggron. Interessant, interessant. Du bist auch wahrscheinlich schneller als ich. Und du setzt wahrscheinlich jetzt Erdbeben ein.
Aber ich habe halt nichts gegen Erdbeben, ne? Das ist der Wahnsinn. Head Smash. Oh Gott, gut, dass es daneben ging. Oh, das ist halt der größte Scheiß hier, die Attacken. Lowest Attack, Special Attack. Wieso nicht Attack? Struggle Bug, Special Attack Minus, Substitute bis er misst. Scheiße. Komm nochmal, Substitute. Bis er misst. Komm schon, komm schon. Ja. Yes. Und jetzt, ja, ne, müssen wir halt mit Hidden Power Electric hier weiterkommen. Crit 22%. Substitute, bis er auch kein Head Smash mehr hat. Ich muss ihn das jetzt halt ein bisschen ausstallen hier. Sonst, weil sonst, ich habe halt sowieso keine Chance gegen sein Team. Ha, er misst halt nicht, ne? Das ist halt das Problem. Er misst halt gerade nicht. Komm schon, jetzt musst du missen, 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 missen. Ah, scheiße. Jetzt kriegt er noch einen Head Smash halt eben raus und ich glaube, du bist gelockt in Head Smash oder so. Hidden Power Electric. Dann bringst du jetzt den letzten raus. Jawohl. Jetzt hast du aber auch kein Head Smash mehr. Lickitung ist nicht schneller als du, ist halt das Problem. Das ist wirklich echt kacke gerade. Weil ich würde gerne Earthquake gegen dich einsetzen. Und ich glaube, nee, Head Smash kann er ja gar nicht mehr einsetzen. Rechnet er auch, dass da Earthquake kommt? Er muss switchen eigentlich. Er muss switchen. Gehe ich aus Swing Up. Denn ich glaube, er geht jetzt auf Golgantis. Ich glaube, er geht auf Golgantis. Nein, er geht auf. Oh, Stoutland. Okay, alles klar. Okay. Na gut. Das ist natürlich auch in Ordnung. Und er setzt wahrscheinlich jetzt Superpower ein. Er setzt auch Superpower ein. Sehr gut. Und ich möchte jetzt Spikes rausbekommen. Warum nicht? Einfach ein bisschen Pressure, ne? Wer weiß. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auf seinen. Genau, Grumpig halt eben geht. Also. Hier. Ne? Genau. Ich bin jetzt plus Speed. Ich könnte ihn jetzt rein theoretisch halt trappen. Ich glaube, ich überlebe nämlich einen Angriff von ihm. Heal Bell setzt ein. Schade, dann kann ich ihn nicht mehr wirklich trappen. Ich habe jetzt nämlich gedacht, dass ich ihn jetzt hier halt eben trappe und dann hier seinen Poison halt eben runterdonner. Weil dann setze ich halt Endeavor ein, weil ich bin schneller als er. Dann bekommt er ein bisschen Schaden von, wie heißt, von der Vergiftung. Und dann ist er down. Aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, leider. Oh, das ist echt kacke. Mein Team ist wirklich nicht gut. Geh ich mal auf. Oh, Thunderwave, willst du mich verarschen? Boah, geh jemand anderem auf den Sack. Ich setz Toxin ein, weil ich glaube, er wechselt jetzt wieder, weil er vielleicht rechnet jetzt mit einer Normalattacke. Und wenn er jetzt auf seinen Golurk geht. Wobei, wird zuerst Toxin genommen oder zuerst die Toxic Spikes? Ich hoffe, er wechselt jetzt in sein Golgantis. Deswegen gehe ich mal auf Swing Up. Ist er schneller als ich mit seinem. Egal, ich mach's trotzdem. Ich predict jetzt ein Double. Ärgerlich. Ärgerlich. Und er hat wahrscheinlich Thick Fat. Icicle Crash macht also gar keinen Schaden einfach. Und er ist schneller als ich, also kann ich mal Endeavor einsetzen. Oh ja, ist auch in Ordnung, dass du da reingehst, denn ich kann jetzt. Head Smash hast du zwar nicht mehr, aber was willst du mich danach killen? Ich setze mal Superpower ein. Heavy Slam kommt jetzt wahrscheinlich. Deswegen gehe ich auf Scalp. Ja, Heavy Slam kommt auch, aber du bist halt schneller als ich. Oh nee. Ja, er ist halt schneller als ich. Und jetzt sieht es halt richtig kacke für mich aus. Heavy Slam wird auch wahrscheinlich Lickitung KO'n. Ich kann es halt jetzt nur noch mit Eruption versuchen. Hier sollte ich eigentlich schneller sein als er, glaube ich. Nein, echt nicht. Alter, willst du mich verarschen? Ja, dann gehe ich hier raus. Das hat so keinen Sinn, entschuldigt mich. Und ich werde jetzt direkt das neue randomisen. Zack. Und damit werde ich nicht kämpfen. Zack. Damit werde ich nicht kämpfen. Damit könnte man kämpfen, I guess. Ich habe einen Spinner. Ich habe halt so wenig. Nee, 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 nee. Das macht dann auch wirklich gar keinen Sinn. Oh, ja, das mache ich. Das mache ich, Leute. Das sieht geil aus. Wir haben hier einen Pupita.
mit richtig guten Attacken als. Also eigentlich, das Team ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit guten Attacken hier, wie man sehen kann. Sogar als Stealth Rock Setter. Wir haben hier Dragonir. Wir haben beide mit Jet Skin, vor allem ist eigentlich ziemlich lustig. Was auch richtig reinscheppern kann. Wir haben Yamask als ein Pokémon, welches halt eben. Ja, gut. Defensiv halt eben ist. Gut, Ducklett ist jetzt ein Pokémon, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil das Pokémon kann eigentlich nichts. Combusken kann richtig gut was ausrichten. Und Haunter sowieso ist ja auch bekannt dafür. Nee, das kann sogar was werden. Komm, das können wir ja mal ausprobieren hier. Und zack, Randomizer 20, nächstes Game. Ich bin sehr gespannt, dass dieser Kampf jetzt vorhin lief nicht so gut. Ich hoffe, das Commentary hier, wo ich ein bisschen ruhiger spreche und so weiter, ist jetzt nicht irgendwie störend oder sowas. Wie gesagt, ich muss halt meine Stimme ein bisschen runterlassen. Wir haben jetzt gerade 3:50 Uhr, gleich 4 Uhr. Um 7 Uhr geht's los. Also um 7 Uhr wollte mich mein Vater wecken. Er weiß halt eben nicht, dass ich die Nacht durchmache, um im Auto pennen zu können. Ich denke, er denkt, dass ich schlafe. Aber mein Plan ist halt eben dann hier einfach mal wach zu bleiben, damit ich halt im Auto pennen kann. Also um 7 Uhr wollten sie mich halt eben wecken. Dann soll ich halt eben duschen gehen. Das haben sie anscheinend dann schon erledigt zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann soll ich halt eben duschen gehen, genau, und dann werden wir die Sachen ins Auto halt eben verladen. Dann geht's los und dann fahren wir wahrscheinlich 9 bis 10 Stunden mit dem Auto. Das heißt, ja, wenn ihr diese Folge hier seht, kann ich euch sagen, bin ich schon am Ende meines Urlaubs angekommen. Ich glaube, die Folge hier kommt am Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Also in einer Woche halt. Ja, ein bisschen im Voraus natürlich das Ganze hier gemacht, damit ihr Videos habt für den Kanal, sodass ihr natürlich gut unterhalten werdet, während ich weg bin. Ich finde hier irgendwie gerade keine Lobby. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Lobby vor allem. Ich finde hier keinen Gegner. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Möchte jetzt nicht unnötig auf, weiß nicht, Anything Goes oder sowas wechseln, weil da sind meistens Pokémon drin wie Mega Rayquaza oder sowas, vor allem in Lowladder, wo Leute nicht so lustige Sachen probieren, sondern wo sie halt eben einfach nur die Stärksten nehmen wollen. Ja, also ich kann euch sagen, das wird eine lange Fahrt sein. Ich bin eigentlich gar nicht wirklich gut vorbereitet auf die Fahrt. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Mein Handy ist aufgeladen, das kann ich sagen. Es müsste jetzt genau 97% haben. Normalerweise nehme ich immer mein Nintendo mit und packe da halt irgendein Spiel drauf. Die Problematik ist aber, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Problematik ist, meine R4-Karte ist kaputt gegangen, die ich für Nintendo eigentlich immer benutze und das ist richtig kacke. Also, er leadet wahrscheinlich mit Carbink. Wenn er mit Carbink leadet. Ich habe gegen Carbink irgendwie gar nichts. Kacke. Ducklet halt, aber das wird dann halt von einer Gesteinsattacke auseinandergefegt. Pupita wäre noch eine Möglichkeit mit Stonehenge halt eben. Ich mach's jetzt einfach mal. Der wächst, also ja, Carbink war halt klar, dass er damit halt anfängt. Ich bekomme jetzt aber meine eigenen Stealthrocks raus. Ich glaube nicht, dass er mit Magic Coat spielt. Ich bin eh schneller. Ja, ist okay. Wir beide kriegen unsere raus halt eben. Sage ich mal nichts gegen. Wobei eigentlich schon, weil ich habe kein Pokémon, welches sie, glaube ich, wegmachen kann. Nee. Und Ducklett wird davon sehr gut getroffen. Und ja, jetzt setze ich auch mal Stonehenge ein. Das macht gar keinen Schaden. Trick Room. Ah, stimmt. Er hat wirklich einfach ein Trick Room-Set hier, Team hier. Ja. Ja, dagegen kann ich halt wenig machen. Da habe ich ehrlich gesagt wirklich wenig Lust drauf. Ich denke mal, das kann man mir auch nicht übel nehmen, weil was soll ich machen gegen so ein Trick Room-Team da mit meinem Team? Da kann ich nichts gegen machen, Entschuldigung, aber das ist halt nicht möglich. Bin hier gerade dabei, um die Nacht so ein bisschen zu überbrücken, hier bei Sword of Seals am gucken. Sword of Seals ist ja jemand, der so gerne Mario Kart Wii irgendwie spielt und immer zu seinem Ende des Streams schaut er sich immer Troys Videos an. Also das hier ist Sword of Seals und er schaut sich jetzt gerade Troys Video an. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich bin jetzt, wie gesagt, dabei, die Nacht irgendwie zu überbrücken und dann dachte ich mir so, komm, lässt die ganze Sword of Seals Twitch-Livestream am Laufen und spielt's dabei währenddessen ein bisschen Fallout New Vegas oder so. Ich überlege sogar gleich vielleicht, apropos, stimmt, ich muss gleich noch meine PS4 abbauen, weil die werde ich mitnehmen. Habe ich noch nicht gemacht. Mein Vater sagte zu mir, baust du bitte die PS4 dann noch ab? Er sagte, yo, mache ich, yo. Und wie man sehen kann, oh, weil sieht man, glaube ich, nicht, wenn ich hier weggehe mit dem Stuhl. Aber ja, da ist noch meine PS4 halt eben. Die habe ich noch gar nicht abgebaut. Okay, was haben wir hier? Ariados Lead mit Sticky Web. Also kann ich auf Pupita safe gehen. Nein, er leadet sogar mit Pure Ugly. Jetzt setzt er sowieso Mogelieb ein. Ducklet! Yeah! little does he know that I'm playing. that I'm playing a Randomizer. Und jetzt würde ich auf Haunter gerne gehen, weil damit er mit Fakeout nichts machen kann. Jo, mach das mal ruhig.
Und weil ich denke, dass er jetzt switcht, gehe ich auf Substitute. Oh, du dreckige. Nee, das will ich nicht sagen. Oh, Knock-Off. Ich wusste nicht, dass das Pokémon Knock-Off besitzt. Das ist jetzt ehrlich gesagt ganz schön kacke. Ja, taunte mich ruhig, gar kein Problem. Dann werde ich hier halt eben superpowern. Tschüss. Das hat sogar gereicht für ein One-Hit-KO. Willst du mich verarschen? Alter. Holy shit, Pupita, raste mal nicht so aus, ey. Jetzt haben wir ein Pokémon hier getradet, aber das Problem ist, ich glaube, ich bin mit Haunter, was ich verloren habe, schlechter dran als er mit Pure Ugly, glaube ich. Jetzt geht er auf Arbok. Macht er nicht dumm? Macht er nicht? Aber er hat keinen Intimidator drauf. Hat er Shedskin? So wie ich? Das lässt sich ja noch herausfinden. Ich überlege sogar vielleicht Yamask zu gehen. Und dann, oh, jo, mach mal Haze hier, ne? Ja, damit wollen wir gar nicht anfangen, Freundchen, ja? Ja, lass das mal sein. Und Shadow Ball, let's go. Oder wechselt er jetzt auf Bibarel? Nee, oder? Das macht er doch nicht. Als ob er Bibarel geht. Der geht doch jetzt wahrscheinlich irgendwie. Das ist doch sein Bester. Das ist doch das Beste, was er machen kann. Nein, War Turtle. Was machst du? 15%? Willst du mich am Arsch lecken? Ja, Ducklet. Let's go, Junge. Zeig, was du drauf hast. Dann würde ich sagen, Hidden Power Grass. Was macht das? Guckt euch seinen Special Attack an. Das wird nix. Oh ja, geil. Vierfach. Vierfach resisten. Und es macht gar keinen Schaden. Was hast du denn? Elektronetz auf dem Pokémon? Oh, ich critte es sogar. Aber ich flinche es nicht. Stick Web, okay. Da kriege ich halt Defog raus. Ist okay. Mach ruhig. Wobei vielleicht einmal noch Air Slash. Ekelhaft. Ekelhaft. Und jetzt Defog rausbekommen. Weil im nächsten Turn kann er mich halt eben easy KO'n. Ne, weil ich bekomme 30% durch Toxin. Und wenn er jetzt einen Angriff irgendwie einsetzt, dann. Aber ich bin jetzt langsamer als er. Aber ein Angriff von ihm sollte mich nicht killen. Ja, ich bin wirklich noch immer noch schneller als er. Toxic Threat. Mal gucken, ob er jetzt wieder Sticky Web einsetzt. Bleib bei Defog, weil ich werde ja eh sterben. Mal gucken, ob er jetzt Sticky Web einsetzt. Ja, okay, gut. Habe ich das Richtige getan. Alles klar. Und zack, raus mit ihm. Ich brauche ein Pokémon, was schneller ist. Dragonier sollte dann auch schnell. Ne, wobei, ich kann auch einfach Combusken gehen. Und auf. Nee, Dragonair ist da das bessere Pokémon. Und dann gehe ich da einfach auf Draco Meteor. Ja, weil das das Bestmögliche an Damage machen kann. Und da kann er auch gerne auf Bibarel oder zum Beispiel. Oh, okay, oder bleibt. Es reicht nicht aus. Wow. Extreme Speed reicht hoffentlich aus. Willst du mich verarschen? Würde ich. Combusken gehe ich dann halt einfach mal. Leech Schleife kann er dann auch gerne einsetzen. Jetzt weiß ich zumindest, dass er Leech Schleife hat. Und Shadow Claw sollte ihn umbringen. Ja. Habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, falls er rausswitchen sollte. Auf zum Beispiel War Turtle. Da wollte ich jetzt nicht auf Flare Blitz halt eben gehen. Vielleicht geht er jetzt auf Bibarel. Ne, weil er halt eben weiß, so. Ne, er geht wirklich auf War Turtle. Ich weiß, du kannst Toxin. Shedskin, aktivier dich am besten hier bei Dragonier. Hast du auch vielleicht Ice Beam oder so ein Quatsch? Scald setzt da ein. Shedskin soll jetzt mal bitte eingesetzt werden. Das wäre echt klasse. Ich würde sagen, du bist physisch defensiv, deswegen gehe ich mal auf Draco Meteor. Weil von dem Damage, was ich vorhin gemacht habe. Oh, Shedskin ist zwar jetzt rausgekommen, er hat mich gescald, crittet, ist absolut cool. Dann gehe ich jetzt auf Outrage. Bin halt eben jetzt gelockt. Solange er jetzt nicht. Wobei Aqua Jet wird mich halt eben auch nicht KO'n. Das heißt, ja, er könnte jetzt halt eben rausswitchen auf irgendein Pokémon, aber kriegt er halt eben Damage auf dem. Er überlebt mit einem KP. Aber er geht halt aufs Gold. Aber das ist ja richtig ärgerlich. Egal. Welches Pokémon sieht jetzt am besten gegen ihn aus? Ich würde sogar schon fast Yamask sagen. Geht auf Arbok wieder. Da gehe ich auf Shadow Ball. Vielleicht geht der Bibarel. Dann könnte ich halt eben aber die Hidden Power halt eben einsetzen. Ich habe Angst vor zum Beispiel. Ach, oh, mir eine Special Defense. Hammergeil. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er mit dem Pokémon.
auf Belly Drum war das, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber was ist hier sein Plan? Mach das ruhig, dann kann ich Pain splitten irgendwann. Earthquake mich ruhig, habe ich kein Problem mit. Und wenn du das jetzt nochmal machst, Pain splitte ich dich dann erleben. Du kannst jetzt auch, weiß ich nicht, Gangshot. Sucker Punch. Süß. Aber er geht jetzt bestimmt nicht nochmal auf Sucker Punch, oder? Gehe ich nämlich auf Haze. Und selbst wenn er jetzt auf Sucker Punch. Das ist jetzt so ein bisschen dieser psychologische Vorteil. Setze ich jetzt einen Angriff ein, ja oder nein? Setzt er jetzt Sucker Punch ein, ja oder nein? Das ist jetzt so ein bisschen Psychologie, spielt jetzt hier so ein bisschen. Das wird jetzt sehr interessant. Ich will halt eben auf Haze gehen, damit er das wenigstens nicht mehr machen kann. Und jetzt weiß ich, dass auf jeden Fall. Ja, ich kann hier jetzt Safe Pain Split halt eben einsetzen. Ein weiteres Erdbeben wird mich ohne sein Coil nicht KO'n. Und dann bekomme ich sehr guten Damage raus. Ja. Pain Split, zack. Also, das heißt Damage raus. Also, ich mache ihn auf jeden Fall, ich sag mal. Ach, Mann, du bist ein Drecksack. Aber Earthquake bringt mich halt eben immer noch nicht um. Ich kann also wieder Pain splitten. Bei wie viel Schaden hat das jetzt gerade gemacht? Shadowball 21. Ne, das reicht leider nicht aus. Egal, dann gehe ich auf Pain Split. War Pain Split jetzt die richtige Idee? Überlege ich gerade. Ne, das war nicht die richtige Idee, glaube ich. Ne, er hat jetzt noch gewonnen, glaube ich. Weil er ist Full Speed, gehe ich von aus. Kombusken wird ihn dann also nicht outspeeden. Doch, ich habe Protect. Ich habe Protect. Oh, ich habe Protect, Alter. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, und jetzt kriege ich natürlich meinen Speed Boost. Er setzt Erdbeben ein. Absolut in Ordnung. Und ich hoffe, Fairblitz wird ihn umbringen. Ich weiß nicht, ob der Crit gemattert hat. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe nicht. Weil dann ist es halt nicht ungerecht, dass ich jetzt gegen ihn da den Punkt geholt habe. Jetzt geht der B-Barrel. Und jetzt wird es halt interessant. Sky Uppercut, wie viel Schaden machst du? Oh nein! Er hat eine Citrus Berry darauf gehabt, also war er wirklich Belly Drum. Oh nein, Waterfall wird ihn jetzt umbringen. Ja, ach schade. Egal, ich habe mein Bestes gegeben und ich bin der Meinung, das habe ich noch ganz gut gemacht. GG bekommst du auch von mir. Und ich denke mal, das lief eigentlich ganz cool. Also natürlich werde ich damit keine Siege holen, NFE im PU-Tier. Aber ich habe mein Bestes gegeben, wie gesagt. Und ja, heute so ein bisschen eine ruhigere Folge. Ja, ein bisschen. Hier ein bisschen ASMR können wir anfangen, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Seid froh, dass es kein ASMR war. Aber heute ein bisschen eine ruhigere Tonlage und ich hoffe, dass euch das auch so mal gefallen hat. Und ich würde einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.